Ich begrüße euch zu einem neuen Quick-Tipp-Video. Und ihr wisst, wenn ich so schnell rede, dann habe ich nur 2 Minuten Zeit, um euch einen Quick-Tipp zu präsentieren. Also bleibt dran, direkt nach dem Intro geht es los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Quick-Tipp auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zu Schwinzens und heute möchte ich euch erklären, was ihr tun könnt, wenn euer Handy, euer Smartphone anzeigt, nicht im Netz registriert. Möglichkeit 1, schaltet den Flugmodus für ca. 10 Sekunden ein und aktiviert ihn danach wieder. Möglichkeit 2, Einstellungen, Netzwerke und Internet, SIM-Karten, mobile Daten, Mobilfunknetz, Mobilfunkanbieter, automatisch auswählen, bevorzugte Netzwerke auswählen. Und dann sucht ihr euch am besten euren eigenen Mobilfunkanbieter wieder raus. Und dann geht ihr auf Netzwerke suchen. Da ich aber dieses Problem momentan nicht habe, funktioniert das natürlich nicht. Möglichkeit 3 ist es, euren Netzanbieter zu kontaktieren. Ruft ihn einfach an, beschreibt ihm das Problem. Vielleicht gibt es ja einfach Netzwerkprobleme. Möglichkeit 4, nehmt eure SIM-Karte heraus. In diesem Fall sitzt die SIM-Karte hier unten drin. Das heißt, ihr müsst mit einem spitzen Gegenstand reingehen und die SIM-Karte herausnehmen. Lasst sie mal für 10 Sekunden draußen und setzt diese danach wieder ein. Möglichkeit 5, schaut, ob eure Firmware auf dem aktuellen Status ist. Geht dazu wieder in Einstellungen rein, geht danach auf System und überprüft System aktualisieren, ob es hier eventuell eine neue Software gibt, die ihr installieren könnt, um das Problem zu lösen. Das war mein heutiger Quick-Tipp für euch. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut verwenden. Wenn ihr weitere Quick-Tipps habt, schreibt diese unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.